Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme, / Ausgabe vom Witcher 3 Let's Game. Was guckst du so doof? Was? Ich hab dich gerade nicht verstanden. Was gibt es Neues in der beiden Welt? Für dich nix. So, auf jeden Fall, wir müssen unsere Rüstung irgendwie wieder reparieren. Ach, das Schwert ist wieder im Arsch. Minus 5 Schaden. Verfickte Scheiße. Wir haben kein Geld. Ah, verdammt, wir müssen irgendwo unsere Sachen reparieren. Weltkarte, wo gibt's hier einen Reparaturtyp? Vielleicht gibt's hier einen. Was ist ein, warte, was ist Plötze? Geralt tauft all seine Pferde auf den gleichen Namen Plötze. Aha, doofer Name. So, wir brauchen einen Schmied oder so aus einer Art, wo wir unsere Sachen reparieren können. Hier gibt es jemanden. Aber da müssen wir da hin. Waren wir doch gerade. Was ist denn hier? Banditenlager. Hier haben gefährliche Banditen ihr Lager aufgeschlagen. Aha. Das hier ist Eingang. Eingang zu einer Höhle oder zu Ruinen. Interessant. Ah, hier, guck mal. Dann sind wir sofort da. Das heißt, wir müssen zum Schwarzzweig. Dafür müssen wir aber zum Reiseding. Also ich denke, wenn wir einen Doppelklick drauf drücken, können wir nicht schnell reisen. Das heißt, wir müssen erstmal dorthin. Verdammt. Hä, man kommt hier doch gar nicht raus. Wir müssen da zum Ausgang. Alter, verpisst euch. Mein Gott, diese betrunkenen Penner. So, verdammt, es regnet. Ist auf jeden Fall nicht so nice. Wir müssen zu diesem Reisedingens, Reiseportal. Ja, alles klar. So, den Biss habe ich schon mal gebracht. So, wir gehen nach da zum Schwarzzweig. Und wir werden unsere Sachen einmal reparieren. Und danach müssen wir das einmal ausprobieren mit der neuen Rüstung. Die dummen Ghule oder wer dort waren, zu besiegen. Vielleicht sind wir jetzt ja dreimal so stark, sozusagen. Dank der neuen Rüstung. Alter Mann, hier können wir handeln. Ne, mit dem können wir handeln. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Mal schauen. Also bei dem waren wir schon, aber trotzdem möchte ich mal sehen. Was er nochmal hatte, der hatte nichts Tolles. Alberts Kermits erste Karte, folgenden Hinweisen auf der Karte, um Max der Ausrüstung zu finden. Kein Bock. Wir müssen jetzt mal unsere Rüstung reparieren, weil das kostet, denke ich, viel. So, wo ist denn hier der Schmied? Mein Gott. Da bist du. So, ab zum Schmied. Das zeigt nach dort oben an. Das heißt, ab nach oben. Da, ab Schmied, komm her. Mein Gott, das ist echt eine Rasur. Ach, hier waren wir schon bei dem Schmied. Mit dem haben wir ein bisschen gut gezockt. Was denn? Was denn, Alter? Jetzt gucken, was du hier anbieten kannst. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. So, was... Wow, der hat ja viel. Ach, die... Das ist alles hier von... Oh mein Gott, was ist das denn hier? Ein Gewente. Oder Gewene. Alter, Meistergegenstand. Plus 69. Plus 27 Durchbohrungs... Rüstungsdurchbohrung. Und leerer Platz. Geile Sache, dieses Schwert. Kostet aber auch uns 347. Ist nicht so billig. Ach, guck mal, hier gibt es sogar ein... Rezept zum Gwenel. Magischer Gegenstand, die Informationen bleiben nach dem Lesen erhalten. Cool, da können wir uns das craften. Das wäre natürlich ganz angenehm. Ein Glanz, aber Stufe 12. Und wir sind nur Stufe 6. Hä? Das ist Stufe 7. Und hierfür brauchen wir Stufe 13. Hä? Obwohl das gleiche ist. Anscheinend fürs Craften brauchen wir einen höheren Level. Das ist natürlich nicht so schön. Schema nur wie gerade Langschwert brauchen wir nicht. Was ist denn hier? Langschwert von Skellige. Das Gelige, Aufschlitzenschaden, Kritischer Trefferbonus, alles klar. Aufschlitzenschaden, 85 und so, tralam, Nilfgaardisches Langschwert, haben wir alles. Meisterlich gefertigtes Silberschwert, Stufe 16, boah. Was ist denn hier? Schema, Wähler, Langschwert, Kuvirisches Entermesser, aha. Kleiner Striebock, Runenstein, aha. So, das hat auf jeden Fall nichts so Interessantes, wir müssen auf jeden Fall reparieren. Hier, reparieren. Oh mein Gott, das ist wie zu... Alter, 64, Junge. So, wir müssen auf jeden Fall hier handeln. Wir müssen nur was verkaufen, damit wir das da reparieren können. Ach ja. Ey, wir können kaum was verkaufen. Das ist ja voll doof. Hä? Was ist das denn hier? Wolfsstunde. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Aber nur vorübergehend. Aha. Interessant. So, wir sollten auf jeden Fall was verkaufen. Oh, Meteoritenbarren. Der ist gar nicht mal so billig. Nice Sache. Ich denke, die zweite Zahl, da in Klammern, bedeutet, wie viel es kostet. Also, zu kaufen, 50. Was hat denn der hier? Ein Eisenbarren. Hä? Nee, gar nicht wahr.
Voll die Verarsche. So, Eisenerz, Dunkeleisenerz. Wir könnten diesen Meteoritenbarren verkaufen. Amethyststaub. Alter, ist das teuer, das. Oh, ah nee, das A, ah, wie viel insgesamt? Nee, doch nicht. Das in Klammern bedeutet, wie viel es insgesamt kostet. Alter, Amethyststaub. Kostet richtig gut. Handwerkszutat. Diamantstaub. Boah, kostet noch mehr. Geile Sache. Verkaufen wir auf jeden Fall hier so. Ja, nicht alles. Komm, drei. So, haben wir jetzt ein bisschen Kohle und dann reparieren wir einmal das Schwert. Oh, das A, ah, das Silberschwert ist auch fast am Arsch. Können wir eigentlich was craften? Ein besseres Schwert. Handwerk, so, Schwert. Wo haben wir hier so Schwerter? Wir können leider kein besseres Schwert craften. Wir können dieses dorische Schwert, das richtig pisse ist. Und dieses, keine Ahnung, wie heißt das? Temerische Schwert. Und das Messegegenstand ist schlechter. So, was bietet er nochmal an? Welche Schwerter? Er bietet so ein 75er Schwert oder so ein 85er, aber wir sind noch kein Level 7, das ist das Doofe dran. Oder so eins, das Gwinel. Das Gwinel wäre echt eine nice Sache, das zu haben. Alter, plus 69 Schaden, das wäre echt nice. Oder brauchen wir noch ein Level höher, also müssen wir ein Level höher sein. Das heißt, wir reparieren erstmal unsere Sachen, die wir gerade haben. Später holen wir uns das. So, zack, zack, oh, so teuer. Das auch, ah, das tut weh, jetzt sind wir arm. Na, das können wir auch reparieren, aber wir haben leider kein Geld. Ach, guck mal. Die Rüstungsteile, die sind ja voll im Arsch. Ich denke, wir könnten sie auch verkaufen. Wir brauchen die gar nicht mehr. Die ganze Rüstung, die wir hier so haben. Das hier brauchen wir alles gar nicht mehr. Das können wir verkaufen. Ja, dieser Jägerhandschuh können wir verkaufen. Oh nein, obwohl, wir können sie in Leder und so umwandeln. Das heißt, wir verkaufen sie doch nicht. Ja, so, leb wohl, Kumpel. Bis dann. So, bis dann. Wir gehen einmal jetzt Monster jagen. Und zwar, wir gehen nach hier oben. Nach da oben. Ne, dafür müssen wir zum Galgenhügel. Das heißt, wir müssen erstmal zum Schwarzzweig. Gehen erstmal dorthin, zum Schwarzzweig. Dort reisen wir dann zum Galgenhügel. Und danach gehen wir dann endlich mal in die Monster. Da konnten wir was nehmen. Ah ne, anzünden. Oh, toll, ich habe gedacht, wir konnten was nehmen. Mann, um etwas halt zu verkaufen später. Hier ist das Ding zum Reisen. Na, da! Na! Schnellreise will ich! Komm, so. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Machen dort einen Reisepunkt und gehen zum Galgenhügel. Und vom Galgenhügel gehen wir dann nach oben. Und hoffen auch, dass wir dann endlich mal die Monster erledigen können, weil, ja. Das wäre echt eine nice Sache. Also, die sind stark. Die geben uns viel XP. Und die sind eigentlich nur Level 5, denke ich, gewesen. Die sind gar nicht so stark. Oh, nee. X meine ich. Ups. Besiege Fischfresser. Was? Ach nee, ups, besiege Fischfresser. Ach, das ist ja eine Aufgabe da, die wir hatten. Wir reiten auf jeden Fall erstmal nach da und werden erstmal die Aufgabe dort machen. Danach besiegen wir den Fischfresser. Weil mit dem im Fäustekampf. Das wäre echt eine nice Sache, weil da könnten wir ein bisschen Geld abstauben. Aber dafür brauchen wir erstmal etwas Geld, damit wir etwas Geld setzen können. Weil wir kriegen dann das Doppelte zurück. Ja. Und da die Typen da alle voll schwach sind, könnten wir sie eigentlich auch theoretischerweise. Da können wir eigentlich theoretischweise unser ganzes Geld da drauf setzen und dann ganz viel rausbekommen. Das wäre eine nice Sache. Oh, verbesserte Rüstung, nice Sache. Okay. Dann haben wir vergessen, unsere Waffe auch noch zu verbessern. Oh. Was ist das denn für eine Aufgabe da? Nee. Wir mussten ja die Monster dort erledigen. Das heißt, wir müssen die Aufgabe auswählen. Weil ich denke, die Aufgabe haben wir eben noch ausgewählt. So, Quests. Er scheint da auf den Herren des Waldes. Das ist das in lauten Tizen, die zu Hause bei Hendrik, dem nilfgaardischen Agenten gefunden wurden, hat Ziere eine Art Schreiten. Nebenquest. So. Fliegende Fäuste. Nein. Ein Turm voller Ratten. Die Wahrheit in den Sternen. Sammle sie alle. Spiele gegen Wirte. Aha. Sammle sie alle. Die Wahrheit in den Sternen. Ein Turm voller Ratten und fliegende Fäuste. Nee, ein Turm voller Ratten. Was bedeutet das? Ein schrecklicher Fluchland. Lastete auf der Reuseninsel. Ach, scheiß drauf. Ich wollte nicht die Reuseninsel machen. Ich wollte hier eigentlich eine Aufgabe machen. Man sieht hier gar nichts. Wo ist denn der Kommandant? Da ist der Typ. Der hat mir ja letztens eine Aufgabe gegeben. Kannst du mir. Haben wir die Aufgabe jetzt für immer verkackt oder wie? Kann doch nicht wahr sein. Wir müssen hier irgendwo hin. Hier hin zur Seite reiten und dann dort kämpfen halt. Ich verstehe das gar nicht. Anschlagbrett. Ja, ab zum Anschlagbrett mal kurz hin.
Was gibt es denn hier für Aufgaben? So, alle Flüchtlinge, ja komm, wir nehmen einfach mal alles an und schauen mal, was wir dann machen könnten. Wenn ihr sie, denke ich, jederzeit abbrechen. Die Aufgaben, was hast du denn da? Nicht erkundeter Ort, bislang nicht erkundeter Ort oder unentdecktes Artefakt. Da auch, interessant. Das ist dann, denke ich mal, für die Quests. So, Nebenquests. Hexaufträge, upsidupsi. So, Hexaufträge. Auftrag Monster im Wald. So, er spricht mit dem Kommandanten. So, untersuche den Schauplatz des Angriffs auf den Transporten mit Hilfe der Hexen. Richtig, das hier wollte ich machen. Das hier wollte ich machen. Plötze. Und danach, also da waren ja diese Ghule und so. Und die müssen wir halt dann besiegen. Verdammt, wir kommen jetzt hier durch. Geralt, Plötze. Oh, fliegende Drachen. Wow. Ja. Also wenn es hier in The Witcher auch Drachen gibt, dann wird es natürlich echt hart für uns. Ja, weil Drachen mit einem Schwert zu besiegen, das kann man wohl vergessen, denke ich mal. So, da rechts, beziehungsweise links sehe ich schon wieder Monster. Los, lauf! Müssen wir aber gar nicht bekämpfen. Mann, wieso ist das Wetter so behindert? So, so scheiße, ey. So, hier entlang der Straße, oh, da sind schon Banditen, oder wie? Oder wer soll das sein? Hä? Das können, nein, das sind nicht Banditen, das sind hier Truppen. Eventuell könnte ich sie zu Hilfe rufen. Nee, geht, denke ich nicht. Also hier gegen die Monster. Aber die sind viel zu langsam, die würden hier nicht hinkommen. Alter, wieso plötzlich, wieso reitest du so scheiße, wie keine Ahnung was. So ein Stück Dreck. So, hier sollten die Monster sein, aber hier in so einem beschissenen Wetter zu kämpfen, ist natürlich nicht so eine nice Sache. Aber Geralt, du musst immer kämpfen bei jedem Wetter. Oder zumindest kämpfen können. So, da sind die Al-Ghule. Angriff! Geralt, komm! Eins aufs Maul, zwei, drei, vier, fünf. Komm! Zack, 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 zack. Einen erledigt. Super. Die machen jetzt weniger Schaden, definitiv. Okay, nicht unbedingt. Alter, Geralt! Geralt! Geralt, du bist fast tot. Du musst jetzt aufpassen. Halt dich mal ein bisschen mit deinem Wasser. Nein, 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 Geralt. Alter, alter, alter. So, Geralt, jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du noch was trinken. Du musst jetzt was essen, um nicht zu sterben. Ich will jetzt nicht, dass du stirbst. Hast du mich verstanden? So, jetzt Angriff, Geralt. Komm. Komm, jetzt müssen wir besiegen. Geralt, bitte. Bitte enttäusch mich nicht. Ein Schlag noch. Noch ein Schlag. Dann haben wir ihn besiegt. Aber der braucht für uns auch nur einen Schlag. Oder so. Komm, Geralt. Enttäusch mich nicht. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Echt. Puh. Also die Rüstung hat es echt gebracht. Aber nur etwas. Kleines Rutsch zum Untergehen. Nice Sache. Wir wissen es vielleicht. Algul-Klaue. Algul-Knochenmark. Nice Sache. Also die Rüstung hat es etwas gebracht. Aber nicht viel. Das ist gut. Kleines blaues Untergehen. Algul-Klaue, Algul-Knochenmark. Okay. So, was gibt's hier noch? Da sind die Leichen. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Ja, da hatte der Typ wohl Glück. So, was gibt's hier noch alles? Da ist noch was. Zerrissen und abgenagt. Ach komm, das ist das Gleiche. Aber diese Wunden sind alle entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen. Oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Aha. So, hier sind überall Leichen. Ach, da sind Spuren. Wir müssen wohl den Spuren folgen. Fußspuren. Ein Überlebender. Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Ja, das Monster ist ein Mensch, würde ich sagen. So, wohin führen denn die Spuren überhaupt? Hä, ist hier Ende? Kann nicht wahr sein. Hallo? Wohin führen die Spuren? Ach, da geht's. Nee, da sind Büsche. Hupsi-dupsi. Ah, hier gibt's noch was. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Aha, interessant. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. So. Ach, jetzt geht die Spur weiter. Nice Sache. Man musste halt ein bisschen warten, bis er das gesagt hat. So, der Spur weiter folgen. Ich würde gerne was essen.
Ich sollte mich ein wenig umsehen. Auf der anderen Seite geht's weiter, definitiv. Oh nein, das... Nein! Nein, 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 du Hurensohn! Gib mich auf den Sack, du Bitch! Verdammt, verdammte Hurensöhne! Nein, wie viele? Nein, never! Never, 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 never! Never, never, never! Zu viele Hurensöhne! Leck mich am Arsch, Alter! Leck mich am Arsch! Alter, leck mich am Arsch! Zu viele Hurensöhne, definitiv! Und ich hab kein Essen mehr. Ich hab kein Essen mehr. Wieso kann ich die nicht treffen? Was ist los? Ich kann sie irgendwie nicht treffen. Alter, Außenwasser raus. Die sind besser im Wasser unterwegs als ich. Definitiv. Alter, nein. Nein, das ist doch so Hurensohn, Alter. Ich kann nichts machen. Was ist das für ein Scheiß? Wo hab ich nur Essen? Sag nicht, dass... Ist das euer Ernst? Ich habe kein Essen mehr? Alter, nein. Ich habe mir doch so viel Essen. Wo ist mein Brot? Wo ist mein verficktes Brot? Wo ist mein verficktes Essen? Als ob ich alles aufgegessen habe. Never. Never. Spiel. Bitte, bitte verarsch mich nicht, okay? Alter, wo ist mein verficktes Fressen? Ich hatte so viel. So, dann fick ich dich. So, eine gefickt. Aber nur ein. Oh mein Gott, ich habe kein Essen. So, stirb, scheiß Ertrunkener, Alter. So, tot. Fuck, ich habe kein Essen. Was soll ich jetzt bloß machen? Ich kann gegen sie einzeln kämpfen. Oder? Ah, ich bin auf der anderen Seite. Ich muss gar nicht gegen sie kämpfen. Ich kann jetzt hier einfach alles untersuchen, was hier so los ist. So. Hier ist ein Busch. Zwei Zahnblüten. Okay. Ach, hier gehen die Spuren weiter. Okay, dann folgen wir meinen Spuren. Scheiß auf die Monster.